versprochen. Willkommen zum nächsten Steinvideo. Das wäre jetzt der dritte Teil, das ist wieder eine andere Technik. Und zwar habe ich, als ich bei YouTube war und geguckt habe, als ich diese Steintechnik für mich ausprobieren wollte, wie funktioniert die, bin ich immer wieder über eine ganz bestimmte Technik gestolpert, die ich aber, wo ich die Materialien nicht so habe. Das ist nämlich dieses, nennt sich Alcohol Ink Farben. Und ja, habe ich dann immer weitergemacht, obwohl die Vorschaubilder echt cool aussahen. Und weil es mir diese Steintechnik in irgendeiner Form angetan hat, warum weiß ich jetzt auch nicht so genau, habe ich sie mir dann doch bestellt. Ich habe das einfach, also Alcohol Ink, einfach eingegeben. Und das gibt es bei eBay, es gibt es bei Amazon, meine ich. Und unter anderem gab es auch in so einem Bastelladen, der war mir jetzt irgendwie am nächsten. Vom Gefühl her, und deswegen habe ich das da bestellt, kam auch alles schnell an, man konnte per PayPal bezahlen. So, und jetzt wollte ich diese Technik mal mit euch zusammen ausprobieren. Ich habe hier einen Tipp grundiert mit einem hellbraunen Goldton. Brauche jetzt zwei Schwämmchen grob aus der Mitte gerupft, weil ich keine glatte Oberfläche brauche. Nur dieses Kriselige ist wichtig. Was wir noch dafür brauchen, ist purer Alkohol, also Isopropanol, 99,9% oder 99%, ich weiß es nicht genau. Und ich nehme jetzt mal die braune Farbe, packe mir die auf meinen Plastikdeckel von meinem kalten Kaffee, die benutze ich ja immer ganz gerne dafür. Das ist jetzt die Farbe Espresso. Nehme mir jetzt ein Schwämmchen, ich hole euch mal näher ran. So, ich hänge hier irgendwie ein bisschen mit der Metalllampe im Clinch, neuerdings. So, und tunke jetzt das Schwämmchen in die Alkohol-Ink-Farbe ein und tupfe die jetzt mal hier drüber. So relativ wahllos. Jetzt nehme ich mir wieder ein Schwämmchen, ein anderes, kleineres, was ich mir rausgerupft habe, mit meiner Pinzette auf. Und Moment, ich muss ablegen, sonst kriege ich das nicht richtig gegriffen. Und dann soll man das in Alkohol tunken. Das werden wir jetzt auch tun. Das waren alles Videos auf Englisch. Ich tauche das jetzt in den Alkohol ein, tupfe es am Rand ein bisschen ab und auch an der Serviette abtupfen. Man soll nämlich nicht zu viel davon nehmen. Und setze jetzt einfach, und ihr seht schon, wie cool das anfängt zu arbeiten, ne? Wow! Ist das cool? So. Und nochmal, ganz kurz nur reingetupft. Zu viel darf es nicht sein, weil das hieß dann, sonst verwischt man oder verwäscht man sich die ganzen Farben. Aber ihr seht schon, da wo ich jetzt getupft habe, ein ganz toller Effekt. Dieser leichte Goldschimmer, den ich da unten in dem Gel drin habe, kommt durch. So, und schon haben wir so eine Art Granit. Effekt oder wie auch immer. So, wenn ich jetzt noch mal reintupfe, dann wird es halt immer heller, merke ich gerade. Aber ich finde es super, gefällt mir richtig gut. Und es ist echt einfach gemacht. Also wenn man die Farbe hat, die ist jetzt auch nicht so teuer. Ich habe jetzt für diese drei Farben 14 Euro oder was bezahlt. Ja gut, geht billiger, ne? Aber ich finde mal, für so einen Special-Effekt ist das schon nicht schlecht. Also, ja, den lasse ich jetzt trocknen und dann können wir gleich noch was anderes ausprobieren. Ich habe, aua, na aua nicht, aber warum schmeiße ich wieder alles hin? So, ich nehme mir nochmal so einen Showtipp. Ganz, ganz flugs, ohne jetzt hier auf Pause zu drücken. Aufgepatscht.
Deswegen liebe ich die Dinger so, ne? Einfach ein Colourpop. Und Patafix drauf. Patafix gibt es beim DM. Da, wo die Bilderrahmen, Kleber und so ein Kram ist. Und die haben ja so eine kleine Büroecke, da gibt es das. Kurz abbürsten. Einmal gehe ich dann immer noch leicht mit Cleaner drüber, weil ich immer das Gefühl habe, ich kriege den Staub doch nicht ganz ab. So, jetzt möchte ich was anderes probieren. Und zwar nehme ich mir mal ein Effektgel. Das ist die Nummer 795 vom ABC Nail Store. Mein Schwämmchen, mein Armes, was da schon gelitten hat, nehme ich mir raus. Und tupfe mir jetzt auch wahllos mit dem Gel ein bisschen da in der Gegend rum. Mal ein bisschen. Das hat auch so einen schönen Goldschimmer, deswegen mag ich das so gerne. Und es hat auch so einen leichten Steineffekt. Ihr seht, einfach wild drauf lostupfen. So, jetzt möchte ich gerne was mit dem Rot ausprobieren. Und zwar ist das die Farbe Raisin oder Resin oder wie auch immer man das ausspricht. Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht im Englischen, aber ja, bei manchen Wörtern bin ich mir dann doch nicht so sicher. Und noch ein Schwämmchen. Ich werde staatlich geprüfte Schwämmchenzupferin oder irgendwie sowas. Und das Rot packe ich mir auch wieder. Ihr könnt auch kleine Schälchen nehmen oder wie auch immer. Man braucht wirklich nur ein, zwei Tröpfchen davon. Das heißt, sie sind auch sehr ergiebig. Und auch da. Ich habe das jetzt auch nicht ausgehärtet. Ich probiere das jetzt einfach mal so aus. Gehe ich jetzt mal mit dem Rot auch da ein bisschen wahllos rüber. Das ist mir jetzt ein bisschen arg verlaufen. Wie gesagt, ihr seid meine Experimentierleute. Und nehmen wir den nächsten Schwamm, auch ein sauberes Schwämmchen. Man kann bestimmt auch zwei Farben mischen. Also da könnt ihr jetzt, glaube ich, 30 Stunden Video drüber drehen, aber nach den zwei Sachen soll es auch gut sein. Das Prinzip ist ja dann erkannt. So. Tut sich das? Ja, jetzt geht's los. Kurz warten. Ihr seht schon, da sieht auch ganz schön wüstwild aus. Irgendwie hat wieder Spaß. Nee, ich mag sowas wirklich, wenn man irgendwie mal sich dann doch dazu durchringt, was zu kaufen und dann ist es doch so eine coole Sache, das macht mir Spaß. Ich setze jetzt nur noch so kleine Akzente, indem ich dann noch mal so ein bisschen reintupfe. Hoppala. Also auch eine coole Variante, finde ich. Wenn man sich das mal so anguckt. Yay. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir hin und versiegeln die Geschichte. Härten die für 2 Minuten aus. Ach nee, ich möchte nochmal tupfen. Noch ein bisschen tupfen. Hoppala. Weil, vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr das Weiß daraus gehabt. Ja, ja, ja. Jetzt vorsichtig. Da. Ich bin überhaupt nicht im Bild. Das ist, wenn ich von irgendeiner Sache so begeistert bin. Ich habe einfach nur getupft, was ich vorher auch getan habe. Ne? So. Und auch, ich finde auch, dass das dieses Gel, was ich da vorher drunter gesetzt habe, richtig cool wirkt, obwohl, das härte ich jetzt erstmal aus, fällt mir dabei auf, weil ich habe ja Gel benutzt. Richtig, richtig. Ja, also wie gesagt, ich habe diese 3 Farben gekauft. Ich finde, damit kann man unheimlich coole Effekte machen. Werde damit definitiv rumexperimentieren weiter.
Und ja, wenn ich jetzt die beiden Sachen versiegelt habe, dann hole ich euch zurück. Ich habe jetzt versiegelt und ausgehärtet und zeige euch das jetzt nochmal in die Kamera. Das hier ist, das war der braune. Also, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Und das war jetzt der rote mit dem drunter getupften Gel. Ja, also ich finde auch eine schöne Technik. Ich habe es jetzt mit euch das erste Mal ausprobiert. Ich werde jetzt auch noch weiter üben, aber ich finde, damit kann man auch schöne Sachen machen. Hintergründe gestalten, einen Schmucknagel oder wie auch immer. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Wie gesagt, das war die Alkoholfarbe Alcohol Ink von wie auch immer. Lest es bitte selber. Moment. So. Ja, das war Teil 3. Yippie! Und Inga ist den Stein verfallen. Bald gibt es Teil 4 noch. Vielleicht errät der ein oder andere von euch ja, mit was ich das dann mache, worauf ich jetzt hier noch warte, auf welche Bestellung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es das dritte Video war. Ja, nur wenn mir was gefällt, dann muss ich halt immer alles Mögliche ausprobieren. Wir sehen uns dann bei Teil 4 wieder oder vielleicht schiebe ich noch was dazwischen. Mal gucken. Ja, viel Spaß und dann bis bald.